Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Steffensockt zur nächsten Folge Let's Play Crysis 2. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich einmal los, da wo wir aufgehört haben und gucken mal, wie wir da durchkommen. Erstmal wieder ab ins Spiel und wir setzen das Spiel fort. Und ja, da kommen Erinnerungen auf. Es ist echt lange her, wo ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das auf sein Leben uns vermacht und wir müssen jetzt natürlich für ihn die Aufgabe erledigen und gut beschützen und retten. Wir haben hier am Strand frische Leichen. Ein paar leben auch noch, glaube ich. Ja, herbringen. Sieht aus wie Marine Special Ops oder so. Ja, Force Recon Abzeichen. Dann stecken die mit drin. Stabilisieren und rausfinden, was sie wissen. Ihr seht, hier geht's richtig ab. Hier alles verseuchte Leichen, die total auseinandergenommen. Guckt euch das mal an. Das ist schon richtig hardcore, muss man sagen, ne? Ja. Das Ding könnte ich mitnehmen, wenn ich will, aber brauche ich nicht. Ich brauche ja keine Lampe, weil da drauf ich eine eigene Nachtsichtfunktion, eine Nano-Suit. Daher brauche ich das nicht. So, was ist denn das hier? Achso. So eine mutierte Leiche, wo glaube ich das Zombie rauskam. Oder so ein Wesen. Guckt euch mal, wie die aussehen. Ups. Tschu. Und tschüss. Okay. Hier spricht Dr. Akila Roy, E-Med Team 1. Heute ist der fünfte Tag und wir haben praktisch noch keine Fortschritte beim Aufhalten der Infektion mit dem Manhattan-Virus gemacht. Viruside zeigen vorübergehend Wirkung, vor allem Tramarovax und seine Generika. Aber letztlich schreitet der Prozess doch immer weiter voran. Wir können nichts anderes tun, als den Menschen beim Sterben zuzusehen. Akila, du solltest jetzt wirklich nicht politisch werden. Nein, Jeff, Sie müssen es wissen. Ich möchte etwas zu Protokoll geben. Nach Ausrufung des Kriegsrechts hat Zell sich brutal und rücksichtslos verhalten. Ganz was Neues. Diese Kerle von der Privatarmee haben von Anfang an nur Panik verbreitet und sich uns in den Weg gestellt. Sie sind ihrer Aufgabe nicht gewachsen und je schlimmer die Lage wird, desto brutaler gehen sie vor. Und nach der Abriegelung der gesamten Insel auf Befehl von Commander Lockhart... Hey! Das geht nicht! Akila! Was zum Teufel machen Sie da eigentlich? Aus dem Weg, Doc! Es ist zu Ihrem Besten! Ich glaube, das war der hier. Was ihr gerade gehört habt. Ich glaube, das war der gewesen. Der hat irgendwas gemacht wahrscheinlich oder... Prophet? Da kam das Ding raus. Hören Sie mich, Mann? Prophet? Okay. Und hoppa. Geil, hä? Was der Anzug so alles kann, ne? Schon Prophet, geil. Hören Sie mir zu. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber die sind hinter Ihnen her. Sie müssen diese Marines finden. Das hat er schon. Schon gefunden. Er hat auch sein Leben an einen vermacht. Weil er nicht mehr konnte. Ganzen Scheiß hier machen. Ups, kaputt.
Oh, diese geile Spiegelung, ne? Wenn man rauskommt in Zelle und dann einfach so ein Blendflash hat. Geil. Ich mag sowas in den Spielen einfach. Das ist einfach so genial. Upsala. Möglicherweise erwähnt eine verbesserte Schlagwertübersicht. Du kannst auch Waffen, Ausrüstung und taktische Möglichkeiten scannen. Diese Funktion des Weisers ermöglicht dir die Beobachtung aus sicherer Entfernung. Hören Sie, Prophet. Cell suchen in der gesamten Downtown nach Ihnen. Ich sende Ihnen meine Koordinaten. Sie müssen hier raufkommen. Bahne wir einen Weg durch das Lager. Ah, jetzt hat es aufgenommen. Okay. Gut. Die sind voll. Die auch. Okay. Was haben wir hier noch? Haben wir irgendwie noch Granaten oder irgendwas in der Art? Anscheinend nicht. Egal. Ja. Und hier muss ich wohl oder übel nach Checkpoints Aussicht halten. Weil hier kann man leider nicht zwischenspeichern. Man kann nur mit Checkpoints speichern. Aber nun ja. Das gehen wir schon hin. Was haben die mich entdeckt gerade? Scheiße. Nicht gut. Ich glaube, einer hat mich gerade etwas gesehen. Aber okay. Tatsache. Na, was ist? Komm, Junge. Zeig dich. Was für ein Feigling. Versteck dich in den Busch. Ist das ein Ernst? Der versteckt sich schon mehr? Komm, Mann zu Mann Gefecht hier. Wow! Alter Schwede, da schießt aber aus dem Busch raus, der Verrückte. Klar nehme ich das gar mit, ey. Komm, geile Waffe. Wenn schon, dann klemmen wir mit MGs rum hier. Muss ich mal fahren, macht's doch. Ich kann das auch, Jungs. Gut. Jetzt fängt der Spaß nämlich erst richtig an hier. Jetzt wird's richtig hardcore. Aber schön ist immer, man hat hier immer genug Munitionsnachschub. Und was ihr gerade gesehen habt, wo die Sicht gerade ganz kurz verzerrt war, da kriegt da immer Visionen von Prophet, von seinem Vorgänger, was er so gemacht hat. Das sind sozusagen Visionen, die er hat dann immer mal. So, okay. System Override. Was war das? Die Stealth-Anzeige gibt den Grad der feindlichen Wahrnehmung an. Tarnfeld aktiviert. Das Tarnfeld bringt vorübergehende Unsichtbarkeit, um nicht entdeckt zu werden und feindliche Stellungen zu infiltrieren. Bewegung im Tarnmodus verbraucht viel Anzugenergie. Das ist nämlich auch eine schöne Eigenschaft, dass er Tarnungsmodus hat und dann BÄB so machen kann hier. Wir haben doch noch jede Menge andere Schaffen.
aktiviert. Sauber, ne? Tarnfeld aktiviert. Oh. Vielleicht hat er den Outbreak ja sogar ausgelöst. Das glaube ich nicht. Das ist was Persönliches. Ich habe gehört, dass... wie machst du ihn wieder aus? Hatte. Und dann ist irgendwas schief gegangen. Das heißt, dieser Prophet ist durchgedreht. Hat einige der Nanosuppen mehr erledigt. Ach so, genau, so geht das. Ich muss wieder in der Steuerung reinfuchsen, weil die habe ich leider nicht mehr genau im Kopf, weil ich spiele ja hier mit Controller, wie früher. Weil mit Controller lassen sich die Spiele einfach schöner spielen. Servus! Du lebst noch, du Penner! Jetzt aber nicht mehr. Hehe. Legt euch nicht mit mir an, habe ich gesagt. Prophet, hören Sie. Ich bin vor der Evakuierungsstation. Sie müssen herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Alles klar, wird gemacht, Sir. Über das Dach, da hinten lang. Alter, da kommen Flashbacks auf, wo ich das früher gespielt habe, das Spiel, Alter. Geiler Shit, ne? Ohne Mist. Das hast du früher so gefunzt, ne? Auf meinem, Laptop. Laptop, ja. Auf der Xbox gespielt habe. Das war schon wirklich ein Highlight. Ja, Mann am Boden. Pech gehabt. Ihr Loser. Hä? War noch mehr? Genau, da ist noch einer. Da hockt einer. Sag ich doch. Denkt wohl, ich merke euch nicht. Hey, ja? Mein Freund, Vorsicht. Da schmeißt einfach mal eine Granate nach mir, das Sack. Kann ja nicht angehen. Wo muss ich denn eigentlich lang jetzt? Da hinten. Ich glaube, das ist hier lang. Hab was gehört. Ich auch. Hier dürfte mich doch eigentlich nicht treffen können. Oder eher schwer treffen. Mann am Boden! Mann am Boden! Mann am Boden! Jawohl! So soll es auch sein! Alter Schwede, die heizen mich ja schon richtig ein. Schon in der zweiten Folge. Machen die mich fertig hier. Wow. Bäb, dann halt so. Ja, ich kann kämpfen, Leute. Das seht ihr mal, was ich kann. So, das wäre schön, wenn ich irgendwo einen Save-Punkt hätte. Hängt denn der da? Interessant. Wieder da hängt. Ordentlich, ordentlich. Und es werden nicht nur die Zell bleiben als Gegner. Hey! Es werden auch noch andere Gegner kommen. Die sind auf jeden Fall noch schwieriger. Scheiße, es holt er Verstärkung. Es hat eine Fackel geschossen, ey. Leuchtrakete. Mist. Ah! Ich glaube, jetzt habe ich da erledigt. Sichtkontakt tot, wa, mein Freund? Alter Schwede, oh oh.
Oh. Genau zu diesem Punkt muss ich nachladen. Das ist natürlich immer sehr, sehr schlecht. Wenn man diesen Punkt nachladen muss, wo man gerade schießen muss, das geht dann immer voll in die Hose. Tot. Geil, ne? Tot. Genial. Was? Wo? Ach, da ist er. Das Dach. Alter, Leute. Reiß euch was zusammen hier. Alter Schwede. Da nehmen wir immer noch welche. Ah, da oben. Treff doch mal. Scheiße. Ist er jetzt noch nicht mal tot oder lebt er immer noch? Tot. Okay, sehr gut. Ah, klar. War ja klar, dass das nicht geht. Das war ja mehr als klar. Irgendwo gibt es nämlich immer einen Haken, dass es nicht weitergeht. Und tot. Einfach mal freie Hand geschossen hier. Natürlich die Trefferquote nicht so hoch, wenn man so frei schießt. Das geht dann schnell mal schief. Prophet, hier sind überall Zellen. Ich muss raus. Wir treffen uns im Labor. Beeilen Sie sich. Ja, ich bin schon dabei, mein Freund. Ich bin ja schon dabei. Sie werden zur sofortigen Behandlung in einen separaten Bereich gebracht. Da macht die Tür auf. Achso, hier. Terminal. Da soll ich aber drauf drücken. Eieieiei. Okay, das ist Kontrollpunkt. Das ist sehr gut, weil ich wollte mich die Folge auch beenden gerade. Deswegen habe ich jetzt gehofft, dass irgendwo ein Kontrollpunkt kommt. Haben Sie die Leichen gesehen? Verschmolzen uns noch? Meine Güte. Okay, ich mach so. Wie sicher ist Ihr Zuhause bei einem Erdbeben? Sicher. Aber da täuschen Sie. Können Sie mich hören? Erhöhte seismische Aktivitäten in den gesamten Vereinigten Staaten betreffen in den letzten 3 Jahren auch Gegenden, in denen man eine ernsthafte Bedrohung durch Erdbeben bislang für unmöglich hielt. Aus dem Staat New York berichtet nun Michelle Sikorski. Die Bewohner des Staates leben seit Jahrzehnten von der Überzeugung, sie befinden sich tausende von Meilen von der nächsten Gefahrenzone entfernt. Schnauze. Gut. Ja, an der Stelle werde ich nämlich jetzt die Folge beenden. Hoffe natürlich, dass ihr viel Spaß hattet und auch das nächste Mal wieder einschaltet zu Let's Play Crysis 2 mit und von euren Darsteffen zockt. Lasst gerne natürlich gerne ein Like oder Abo da, wenn es euch gefallen hat, oder eine positive Kritik oder auch negative Kritik, was euch nicht gefallen hat. Ich hoffe aber mal, dass alles soweit passt und dass da auch der Sound von der Lautstärke richtig eingestellt ist. Ich habe gleich mal so auf 25-30% gestellt, wo immer der beste Wert ist, wenn man aufnimmt. Und ja, da verabschiede ich mich. Sag mal, bleibt betreut, gewohnt und gesund. Und bis zur nächsten Folge Let's Play Crysis 2 mit und von eurem Darsteffen zockt. Ciao, ciao, ciao mit V. Und nun abschalten.